Hallo und herzlich willkommen bei Evoland. Ich habe sozusagen keine Ahnung, worum es geht. Ich habe das gerade erst eben gestartet und also ich weiß, dass es irgendwie um Entwicklung einer Videogame-Geschichte geht oder so ähnlich. Habe auch einen kurzen Ausschnitt gesehen, einen Trailer sozusagen. Und wir stürzen uns da jetzt mal rein. Ich habe wirklich keine Ahnung, weiß nicht mal, wie ich steuern soll. Freigeschaltet, rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. Ah, okay, so kann ich laufen. Freigeschaltet, linke Taste. Immer nach rechts gehen ist öde. Okay, jetzt kann ich auch nach links gehen. 2D-Bewegung. Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Aha. Sehr schön. Ich möchte aber trotzdem... Nein, ich möchte nicht zum Hauptmenü zurück. Ich hätte gerne Musik. Oder muss ich die auch erst freischalten? Einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wo ihr hingeht, stimmt's? Ah, sehr schön. Das ist sehr witzig. Noch eine Kiste. Soundeffekte, dadurch wird das Spiel gleich lebendiger. Oh, sehr schön. Das ist bestimmt Musik auch. Glatter Bildlauf, erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ah, okay, jetzt bewegt sich das komische Bild nicht mehr so. Sehr schön. Wie komme ich denn da unten dran? Oh, das ist eine Kiste. Ah, da komme ich nicht dran, das ist ein Busch im Weg. Ah, hier. Schwert. Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsche niedermähen. Cool. Und wie? Ach, mit Leertaste. Okay, muss ich ein bisschen umgreifen jetzt gerade. Da komme ich immer noch nicht hin. Wow. Was für Effekte. Das Projekt wird übrigens Dienstags, Donnerstags und Samstags laufen, solange wie es halt geht. Freigeschaltet, Monster, Vorsicht, berührt sie nicht. Was sind das denn für Viecher? Sehr nett. Oh. Was? Ernsthaft? Leute. Okay. Interessant. Gut, da muss ich aufpassen. Momentan ist es also noch so, dass wir direkt am Anfang wieder anfangen. Monster. Komm hier hin. Monster. Kiste. Musik! Schön. Evoland Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts. 8-Bit Musik. Speicherpunkte. Eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Sehr schön. Oh, 16 Farben. Oh mein Gott, Farbe! Sieht ja geil aus, ey. Fühlt mich gleich wieder wie ein Pokémon oder so. Okay, das ist jetzt nicht gerade Pokémon, das ist eher Anfang Zelda oder sowas. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Oh, eine Fledermaus. Komm her. Was ist denn hier noch so? Aha. Ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Okay. Die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Mhm. Was ist Doppelzwilling? Ich kann auch mit WSAD laufen. Okay, mal lieber in den Pfeiltasten, dann kann man hier ein bisschen... Na komm, Spiel gespeichert. Ich kann immer wieder drüber laufen, sehr gut. Ich kann nicht übers Wasser, das heißt, wir gehen hier mal über die Brücke weiter. Diese komischen Monster. Wow, wow. Okay, das ist ein großer Fels.
kann ich nichts machen. Büsche, Fledermaus. Speicherpunkt. Und was haben wir hier drin? Evoland, a short story of adventure video games. Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbliebenen Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Notleiden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Friedens habt ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so noch aus, als würde sich das bald ändern. Ich muss jetzt ein bisschen schneller lesen, weil es ganz schnell ging. Handlung, eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt einzuführen. Sehr nett. Oh. 256 Farben. Das ist schon fast echte Grafik, stimmt's? Sieht schon besser aus auf jeden Fall, ja. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Ich bin nicht wendig, ich bin fett. Pft. Ich lasse hier bestimmt etliches liegen. Freie Bewegung, Zeit für etwas Action-Adventure. Ah, sieh mal einer, guck. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Okay. Ach, jetzt kann ich da bestimmt herlaufen, wird nur. Weil ich jetzt wendig bin. Weil, ja, jetzt kann ich hier zwischen herlaufen. Sonst konnte ich immer nur auf den Kästchen. Jetzt kann ich hier zwischen her. Aha. Spiel gespeichert. Ach, das sind Gegner. Okay. Geh kaputt. Kaputt. Pfad freigeschaltet. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Inventar. Klickt auf das Symbol an oder öffnet es mit Tab. Ein Schwert. Cool. Haben wir schon mal ein Inventar. Wo geht's hier? Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Rundenbasierter Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Oh nein. Och ne. Oh Gott, nein. Angreifen. Den da. Toll. Hat er viel gebracht. Angreifen. Den da. Ah, okay. Oh Gott. Aber wir haben so viele Lebenspunkte. Scheint uns nicht viel auszumachen. Ihr habt 100 Liss gewonnen. Was sind Liss? Aha. Okay, sieht jetzt auch schon ein bisschen anders aus hier. Oh. Schon wieder. Zack. Okay, die haben nicht sehr viel. Ich schätze mal, die haben 10. Na, 10 nicht. Also haben die 11 oder 12 Leben. Geht richtig schnell. 100 Liss. Oh, Kiste. Mode 7. Sah fantastisch aus, als es seinerseits 1990 eingeführt wurde. Ah. Nee. Das kenne ich aber nicht. Oh, Emuk. Was ist ein Emuk? Also diese Ansicht kenne ich nicht. Muss ich jetzt mal sagen. Finde ich jetzt auch nicht so palle. Also dafür kriege ich nur 50 Gliss, okay. Moment, ich muss mal eben... Muss ich mal eben kurz niesen. Entschuldigung. Okay. Ortsname. Hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist. Da stand, glaube ich, gerade irgendwas mit Devise. Ich konnte jetzt nicht so schnell gucken. Die kaputt. X. Muss ich die alle kaputt machen? Ich höre es. Ich denke mal. Ich dachte sonst viel zu lange. Die tun mir auch irgendwie reichlich gar nichts. Ups. Okay. Mich alle mit einem Schlag kaputt machen. Fortsetzen würde ich gerne. Ah, das geht. Sehr schön. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, die Wiese. Ist mir ja gedacht. Jetzt sind das auch automatische Speicherpunkte. Das ist auch sehr nett.
Das heißt, ich muss nicht mehr durch diese komischen Dinger laufen. Da müssen doch irgendwo noch versteckte Kisten sein, wird nur. Da. Die Karte Schleim. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Was ist Doppelzwilling? Keine Ahnung. Sagt mir nix. Da vorne ein Speicherpunkt. Truhe freigeschaltet. Alle Monster zu töten, kann Evil Schätze freischalten. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert, ist ja schön. Wo ist denn die Truhe? Da. Dorf. Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Ah, ist doch schön. Und was muss ich jetzt hier im Dorf machen? Kann da rein? Ne. Ich habe momentan kein Schwert mehr ausgewechselt. NSC, endlich mal zu reden. Oder auch nicht. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Das ist so witzig. Sehr witzig. Lass noch einer. Lass mich in Ruhe, spiel mit anderen Kindern. Sehr geil. Hier bin ich gespawnt sozusagen. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Okay. Da ist noch einer. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Dann müssen wir das wohl gleich machen. Denke ich mal. Hört sich jetzt sehr nach einer Quest an. Da ist auch wieder eine Kiste. Häuser betreten. Wir können jetzt beliebig in die Privatsphäre andere eindringen. Cool. Aber viel machen kann ich hier drin wahrscheinlich auch nicht. Kann mich jetzt hier nur, denke ich mal, umsehen. Rennen wäre auch schon mal eine geile Idee. Aber hier ist eine Kiste drin. Gastwirt. Falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. Oh. Guck mal an. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Gliss in einem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Boah, wir haben so viel. Du bist wahrscheinlich geheilt. Wollt ihr euer Spiel speichern? Ja. Wow, was für ein Fortschritt. Nach gerade mal 12 Minuten. So, jetzt möchte ich aber gucken, wo dieser komische Brunnen ist. Falls es denn hier einen gibt. Okay, ich glaube, ich sollte erstmal in die anderen Häuser rein, oder? Oh, hier unten geht's. Ah, da geht's wieder in die komische Übersicht. Ne, das will ich nicht. Papunika. Papunika? Okay. Da ist hier auch noch eine Kiste. Hier steht nämlich auch noch keine. Aha. Ladeinhaber, bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. Tut mir leid, der nationale Schwertverband verbietet uns Waffen und Kinder zu verkaufen. Okay, ich muss größer werden. Nur wo ist dieser Brunnen? Den schon gesehen? Bin ich gerade vorbeigelaufen? Da ist ein Brunnen. Hallo. Den Brunnen betreten, vorsichtig. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Geheimer Ort, was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Im Brunnen. Jetzt kann ich wieder angreifen. Ich hab den merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Ja. Ich bin ein Erwachsener. Freigeschaltet, größer werden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Ist hier noch mehr? Hier ist doch bestimmt noch mehr. Komm. Ja. Die Karte Wurm. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ich weiß noch immer nicht, was Doppelzwilling ist. Aber auf jeden Fall können wir jetzt... Okay, wir schlagen hier jetzt richtig und stupsen nicht nur rum. Kann ich jetzt hier wieder raus? Ja, kann ich. Hallo. Ihr habt etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ich. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Ich habe keine. Die Tür ist verschlossen. Was sie wohl dahinter verbirgt? Abschließen. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. So, ich bin ja noch da. Akzeptieren. Die Karte Talk.
Sonst nichts. Das ist sehr cool gemacht bis jetzt, finde ich. In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ressourcen lassen wir euch nicht vorbei. Genau, ich muss jetzt nämlich erst Waffen kaufen. Oder allgemein irgendwas kaufen. Ich glaube, es waren Waffen. Hoppala. Die Grafik erinnert mich jetzt ein bisschen an Harry Potter, Teil 1 und so. Auf Gameboy. Willkommen im Marmorteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Mhm. Ein Langschwert, eine Kupferrüstung, ein Phoenixdown und eine seltene Karte. So eine Kupferrüstung hätte ich schon gerne. Wir gehen eine Kupferrüstung gekauft. Eure Verteidigung ist erhöht. Sehr schön. Und einen Trank nehmen wir nochmal mit. Kupferrüstung und Trank. Das sollte doch reichen, oder? Ich habe jetzt auch keinen Weg gefunden, ob ich die irgendwie vielleicht anziehen kann. Oder habe ich die schon angezogen? Ich weiß es nicht. Hallo. Da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Genau, derzeit ausdrücken können wir euch nicht vorbeilassen. Was? Wieso nicht? Was muss ich denn noch kaufen? Hä? Habe ich jetzt das falsch gemacht, oder? Okay, dann gucke ich mir noch ein bisschen um hier. Habe ich irgendwas verpasst? Ich hätte bestimmt das Schwert kaufen müssen. Verdammt. Diese Übersicht kenne ich überhaupt nicht. Hoppala. Falls ihr eben irgendwas sagt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, Werbe-E-Mails kommen wieder rein. Sehr schön. Ja, 50 Gliss gewonnen. Wie viele brauchte ich denn dafür? Wie viel habe ich? 90. Ich glaube, ich brauche 100. Deswegen muss ich noch einen Monster bekämpfen. Da. Ein Slime. Zack. Und noch einen Angriff. Komm, komm, komm. Dann ist er tot. So, ab ins Dorf. Sehr schöner Übergang. Papunika. Dann kaufe ich mir jetzt noch das Schwert. Langschwert. Freigeschaltete Ausrüstung. Ihr seid im... Nun, jetzt seid ihr zum Kampf gegen stärkere Monster bereit. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ganze Spiel gibt es übrigens bei Steam zu kaufen. Einfach nur mal so nebenbei. Oh, guck mal. Nehmt euch auf den Weg zu den Höhlen vor den Monstern in der Nacht. Naja. Okay, jetzt gleich wieder so eine komische Übersichtskarte. Hoffe mal nicht. Ah doch, ich bin wieder auf der Karte. Bitte dreht es wieder. Erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesem Monster angegriffen. Jetzt muss ich das machen. Na, sehr geil. Zack. Oh, ich mache aber richtig Schaden. Sieh mal einer an. Zack. 180 Gliss. Danke, dass du mich vor diesem Monster gerettet hast. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ja. Erzwungene Wahl, ihr scheint im Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Gib bitte deinen Namen ein. Keres. Ist okay. Keres hat sich dem Dieb angeschlossen. Sehr schön. Da ist die Höhle. Ich möchte erst noch gucken, was hier ist. Irgendwas Wichtiges ist bestimmt hier noch. Nicht? Verdammt. Schade. Oh. Mein Gott. Dieses Geräusch, ne? Wieso heißt ich eigentlich Fragezeichen? Konnte ich mich bis jetzt noch nicht benennen? Interessant. Okay, Höhle. Die Kristallhöhlen. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Aha. Jetzt darf ich also zurückgesetzt löschen, 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 löschen. Ich heiße Janosch. J-A-N-O. Mein Gott. S. C. H. Fertig. Ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Wow.
Höhlenmonster. Hoppla, die Hülle scheint bewohnt zu sein. Na geil. Cobra Zero. Machen wir Magie? Heilen. Ja, machen wir. Oh. Sehr nett. Oh, daneben. Wir haben 50 Gliss gewonnen. Ja, erstmal gucke ich hier links. Sieht doch noch am Kristall aus. Kann ich den nicht abbauen? Nee. Hey. Hoppala. Ein Torque. Oh, das sieht stark nach einem Pokémon aus. Entschuldigung, aber das sieht echt stark nach einem Pokémon aus. 70 Gliss. Ich weiß auch nicht, wie das Pokémon heißt, aber es sieht stark danach aus. Gehen wir erstmal links. Hier scheint nicht zu sein. Schon wieder ein Torque. Das ist wie wenn man Pokémon in der Höhle rumläuft, ne? Bam, bam, bam. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ich hoffe, es ändert sich gleich mal wieder der Spielmodus. Skaven. Oh, die können ja nicht viel. Und ich habe eine Heilerin dabei, das heißt, ich muss mir eigentlich auch nicht allzu viel Sorgen um meine Gesundheit machen. Oder seine Kiste. Da will ich dran. Da komme ich natürlich nicht dran. Cobra Zero. Wieso haust du denn immer daneben, du Blöde? Triff. Dankeschön. Da komme ich natürlich nicht dran. Das heißt, ich muss hier. Gehen wir mal hier oben links rum. Seine Truhe. Erfahrungspunkte. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt zu neuen Stufen auf. Sehr schön. Wenigstens irgendwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Außer für Geld natürlich. Okay, das Ding macht sehr viel Schaden. Herrscher Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Jetzt Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Okay. Mal guck mal. Wasser. Kiste. Lebensquell. Etwas frisches Wasser heilt eure Wunden. Ja, wenn ich denn hinkommen würde. Angreifen. Ja, sie ist eher Verteidigung. Aber was soll ich denn machen? Soll ich mich heilen? Ah, eure Trefferpunkte wurden wiederhergestellt. Spiel speichern. Ja! Sehr schön. Dann möchte ich eben die eine Kiste hier unten haben. Da ist wahrscheinlich wieder so eine blöde Karte drin, aber egal. Cobra Zero. Angriff. Oh, das geht schnell. Ein Stern. Ein Stern. Sammelt einen Stern. Alle Sterne in Evoland. Na gut. Wo geht's denn hier weiter? Erstmal wieder hier kurz trinken. Speichern. Oh, ich will einfach mal sagen, das war's für die erste Folge und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Nein, ich möchte noch nicht den Hauptmenü zurück. Ich werde jetzt direkt weiterspielen. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. 4 Uhr, denke ich mal. Ich glaube 4 Uhr. Danke fürs Zusehen und tschüss.